Hallo ihr Lieben, eine neue Folge Promillelingeling lege ich euch heute ins Osternest und dafür telefoniere ich gleich mit einem ganz Großen des deutschen Fernsehens. Ich sage nur Pleiten, Pech und Pannen. Und damit meine ich ausnahmsweise nicht mein Leben, sondern den Erfinder eben dieser Sendung, der übrigens, Achtung, kleiner Fun Fact, weltweit einer der ersten DJs war. Ha, wie alle meine Gäste hier stand natürlich auch er schon auf der Bühne der Komödie Dresden und außerdem auf so ziemlich jeder weiteren Boulevardbühne Deutschlands. Insofern Bühne frei für Max Schautzer. Schautzer. Einen wunderschönen guten Abend, Herr Schautzer. Hier ist der Herr König aus Dresden. Guten Abend, Herr König. Ja, das schafft mir die Ehre. Ja, natürlich, dass Sie heute Podcast-Gast sind bei mir, bei Pleitenpech und Podcast quasi, in meiner kleinen, bescheidenen telefonischen Sendung. Ich habe auch gerade gehört, Sie waren so frei und haben gleich mal für mich den Gärtner weggeschickt. Da hätte ich nämlich jetzt angefangen, die Terrasse zu kerschern, aber ich war es Ihnen wert, dass der morgen kommt, ne? Ja, ja. Da, das ist schön, dass Sie so... Das habe ich jetzt nicht ganz verstanden, aber akustisch nicht. Also, ich muss wahrscheinlich für Sie als Nicht-Sachse heute mich sehr, sehr bemühen, langsam und deutlich zu sprechen. Ich erreiche Sie gerade in Köln, oder? Ich bin in Köln, aber die Sprache, die Sie sprechen, ist mir... doch auch vertraut. Ich war lange genug in Dresden und oft genug. An sich verstehe ich das ganz gut, ja, und gefällt mir auch. Also das Sächsisch ist eine Sprache, die ich mag. Haben Sie sich ein Wörtchen mal abgeguckt? Können Sie was auf Sächsisch sagen, oder? Einfach bipsch nochmal. Einfach bipsch, genau. So, wir stehen ja kurz vor Ostern. Ne? Ist es denn schon osterlich bei Ihnen? Ihre Frau ist ja, soweit ich weiß, Innenarchitektin. Die hat doch bestimmt schon opulent dekoriert, oder? Wie kann ich mir das vorstellen? Ja, ein bisschen so. Das wird sich jetzt in dieser Woche dann noch vervollständigen. Aber es sind so, habe ich gesehen, so kleine Versuche. Ostereier habe ich noch nicht gesucht. Die sind noch nicht versteckt. Das kommt noch. Aber was hoffentlich nicht versteckt ist, ist das Getränk, mit dem wir gemeinsam anstoßen. Ja. Ich habe ja quasi eine kleine Tradition mit meinen Gästen auf dem Feierabendgetränk, quasi mich zu verabreden. Hätten Sie was bereitstehen, womit wir anstoßen können? Ja, ich habe ein Glas Kölsch, habe ich mir eingeschenkt, ja. Oh, naja, ich hab richtiges Bier hier. Ja. Schönes Wälzchen. Ja, besonders gern, ja. Wie ist das eigentlich? Ich muss ja gestehen, ich habe noch nie Kölsch probiert. Sind Sie Kölsch-Liebhaber? Würden Sie anderes Bier verschmähen oder sind Sie für alles offen? Ja, man gewöhnt sich dann. Ich habe ja mal 4 Jahre in Düsseldorf gearbeitet für RTL. Da war ich im Hörfunkstudio, habe ich dort geleitet und aufgebaut. Und da musste ich jeden Tag von Köln nach Düsseldorf fahren, hin und zurück. Und da bin ich immer über den sogenannten Kölsch-Äquator gefahren. In Düsseldorf trinkt man ja Alt und in Köln trinkt man Kölsch. Und da musste ich immer sehr konzentriert sein, wenn ich Bier bestellte, weil wenn ich sage, also ich hätte gerne ein Bier, dann war immer in Köln selbstverständlich ein Kölsch. Aber wenn ich in Düsseldorf ein Kölsch bestellt hätte, wäre es natürlich ein Fauxpas gewesen. Ja. Und was hat es eigentlich mit diesen Gläsern auf sich? Sie sind ja nahezu, also bei uns wird das als Schnapsglas durchgehen. Die Gläser sind ideal. Man soll ja Kölsch nicht aus größeren Gläsern trinken, ja. Weil Kölsch muss ganz frisch sein, es muss kühl sein. Und wenn das dann länger steht in einem größeren Glas, dann schmeckt es nicht mehr. Und das ist ganz geschickt. Und vor allem, das ist ja fast wie ein medizinisches Glas, dieses schmale. Und das finde ich auch sehr handlich. Das ist bei Partys praktisch. Man kann es fast unterm Arm klemmen, aber und das Altglas ist etwas gedrungener, breiter. Also so hat jedes Kölsch oder Altglas seine Eigenschaften. Ja, also für mich wäre das nichts. Ich wäre ja bei jeder Party quasi, würde ich nur an der Theke stehen zum Nachholen bei den kleinen Gläsern. Also, naja. Aber müssen wir probieren. Kölsch läuft also durch den Körper schnell durch. Das ist also der Vorteil. Man muss öfter dann einen bestimmten Raum aufsuchen, aber das soll ja gesund sein. Und es ist auch nicht so stark, wie zum Beispiel ein bayerisches Bier oder Starkbier ist ja noch stärker. Aber es ist angenehm. Also komme ja auch nicht aus Köln, sondern komme ja aus Südbayern sozusagen, aus Österreich. Und da trinkt man ja wieder ein ganz anderes Bier. Gut, dann
Stoßen wir mal an. Ich mit Bier, Sie mit Kölsch eben nur. Ja, Prost. Prost. Auf eine schöne halbe Stunde mit uns beten. Ja, ich bringe mal Stückchen. Was war denn, können Sie sich erinnern, was war der edleste Tropfen, den Sie je getrunken haben? Gab es einen Anlass, wo Sie mal was ganz Besonderes serviert bekommen haben? Ja, ich war mal am Arlberg, St. Christoph am Arlberg. Und dort gibt es eine der wertvollsten Weinkeller, einen der wertvollsten Weinkeller überhaupt. Und da gab es so eine Weinverkostung, also ganz edle Weine aus dem 18. und 19. Jahrhundert, also Uraltweine, also die, erst wurde die ausgegraben haben. Und dann wurde dann stundenlang darüber geredet und diskutiert und vorgestellt. Und dann habe ich das getrunken und es schmeckte scheußlich. Also, ja, und die Weinkenner, die haben dann dem die Augen verdreht und das konnte ich nicht verstehen. Deswegen ist also, wenn mir einer kommt mit einem Wein, der schon so und so alt ist, ein Rotwein natürlich, dann kann ich das nicht nachvollziehen, weil die haben überhaupt nicht mehr geschmeckt. Es schmeckte gar nicht mehr nach Wein. Nicht ganz so alt ist ist Ihre Tätigkeit an der Komödie gewesen, 2012. Da haben Sie Premiere gefeiert, dort mit Meine Braut, sein Vater und ich hieß das Stück. Und dort haben Sie auch auf der Bühne gepischelt. Da mussten Sie auch einen kleinen Schnaps trinken, ne? Ja. Was wahrscheinlich aber kein echter Alkohol war. Nein, nein, das ist ja bei den Bühnen da nicht üblich. Aber Ja. ja, das ist. Aber eine schöne Rolle. Ich habe mich da also sehr wohl gefühlt und die Rolle war auch sehr dankbar. Wir müssen das mal kurz erklären. Ihre Rolle war quasi ein erzkonservativer Vater des Ja, Hauptdarstellers, genau. der aber sich dann als Outet. verkappter Homosexueller outet, Ja. weil er denkt, die schwule Scheinehe seines Sohnes sei echt Ja, quasi, ne? genau. Also es ist eine Rolle, die wirklich erstmal auf den ersten Blick nichts mit Ihnen gemeinsam hat. Hatten Sie Berührungsängste, als Sie das Stück gelesen hatten mit der Rolle oder war das gerade der Nee, Reiz für die Sie? hat mich sofort gereizt, weil das diesen etwas verklemmten Geistlichen, den er ja darstellt, der Vater von Henri, das, und der dann sich nicht outen will und dann doch outet, aber im falschen Moment und dann also seine Überraschungen erlebt, dass der Sohn, der vermeintliche homosexuelle Sohn, nicht schwul ist. Und also das war aber toll. Das war, und dann noch angelegt, so in der ganzen Inszenierung, mit viel Slapstick, also da wurde nichts ausgelassen. Wir haben ja dem Affen Zucker gegeben. Und was immer erstaunlich war, das Publikum hat diese Dosierung, diese sehr gut gewählte Dosierung, genau richtig verstanden. Wir haben natürlich auch ein bisschen mit den Klischees gespielt, aber da kann es auch dann schief gehen. Also da muss man ja sehr, sehr vorsichtig sein, gerade bei solchen Stücken. Und wir haben dann das Glück gehabt, die beiden Autoren dann auch kennenzulernen. Die kamen extra nach Dresden zu einer Vorstellung und dann war dann. Es war ja nicht eine deutschsprachige Erstaufführung, ne? Ja, Von einer französischen Komödie, muss man dazu sagen. Erstaufführung im Also, deutschsprachigen Raum. Ja, also so ein ja. Stück zu finden, das ist ja auch schon mal ein Idealfall gewesen. Und dann habe ich mit denen unterhalten und dann sagten die, also wir haben unser Stück eigentlich zunächst mal gar nicht wiedererkannt. Dann dachte ich, oh, jetzt kommt ein Verriss. Nein, nein, uns hat es sehr gut gefallen. Und, Wie würden Sie den Unterschied zwischen französischem Boulevard und deutschem Boulevard beschreiben? ja, die Franzosen, ich habe doch das Glück gehabt, auch schon mal in Frankreich so Boulevardkomödie zu sehen. Ich kann mich nicht mehr erinnern, was das war, da habe ich schon oft nachgedacht. Aber damals war ich so begeistert, weil ich gemerkt habe, dass die so offen umgehen. Das ist, die Franzosen haben sowieso einen Hang zur Komödie und also aller Commedia dell'arte, dieser italienischen Tradition sind sie auch stark verbunden. Und das gefällt den Franzosen. Und was mir an französischen Komödien gefällt, das sind die Wortspiele. Die Franzosen sind ja verliebt in ihre Sprache, die baden sich auch in ihrer Sprache, das ist ja auch eine wohlklingende Sprache und damit spielen die gerne. Und das ist im Französischen leichter möglich als im Deutschen. Deutsch klingt ja etwas eckig. Deutsch ist, das ist Englisch noch besser beim Theater. Also Deutsch ist immer schwierig. Deutsch muss man dann eben anders inszenieren und dann muss man es halt nicht so wortlastig machen. Deutsch muss auch immer interpretiert werden mit Handlung und mit, aber die Franzosen, da stehen halt zwei auf der Bühne und sprechen nur und haben Dialoge und die Leute lachen und es passiert eigentlich gar nicht viel. Das fasziniert mich bei den französischen Komödien.
Das Stück hat ja, Sie haben es gerade schon gesagt, mit Klischees gespielt und hat den Zuschauer auch mit einigen Vorurteilen den Spiegel vor Augen gehalten. Was denken Sie, wie provokativ darf denn Boulevard sein? Oder ist Boulevard von Haus aus eher gefällig? Und ist es doch gut so? Oder darf er auch provozieren? Ja, der darf provozieren. Und wir haben das ja bei dem Stück auch so schön aufgebaut in der Inszenierung. Unser Regisseur hatte dann für den Schlussgag sich was einfallen lassen. Und das kann auch schiefgehen. Und wenn wir aber nicht vorher das Publikum in unseren Bann gezogen hätten mit dem Spiel und auch überzeugt hätten, dann hätten wir diesen Schlussgag, den wir uns da zum Schluss dann geleistet haben, auch nicht machen können. Und das war, dann trat ich eben als Braut auf und ein Brautkleid und dann noch als Max Schautzer, den man ja immer dann ja auch noch sieht. Also darf man nicht vergessen. Man kennt mich ja vom Fernsehen ein bisschen anders. Und das haben Leute mir dann auch gesagt. Aber das war wirklich dann der Urknall zum Schluss. Und das ist bei den Leuten toll angekommen. Also das war wirklich, ich habe ja hier das hier in Köln, wo wir dann am Anfang Bedenken hatten und auch dann als die ersten Proben waren, wo wir so mitbekommen haben von den Leuten, die da vom Kölner Theater am Dom das Stück dann so kennengelernt haben. Oh, das kann man ja in Köln aber nicht machen. Das kann man in Köln ja nicht sagen. Ihr seid ein bisschen mutiger. Wir können ja ein bisschen abschwächen und so. Das haben wir dann auch gemacht. Aber das Kölner Publikum darf man auch nicht unterschätzen. Und die fanden das auch toll. Düsseldorf auch. Düsseldorf war dann noch etwas, Düsseldorf sind da nur etwas offener. In Köln ist es so ein bisschen, ja, auch die katholische Kirche und klar, Köln ist eine katholische Stadt immer schon gewesen. Ist auch ein bisschen verklemmt, das Theaterpublikum, aber lässt sich auch gerne überzeugen. Genau, also Sie haben es gerade gesagt, die Dresdner Produktion ging dann nach Köln und dann nach Düsseldorf. Also Sie hatten auch die Möglichkeit, es auszutesten vor verschiedenen Ja. Zuschauern. Wie würden Sie da jetzt das Dresdner Publikum ansiedeln, wenn Sie sagen, Köln war eher ein bisschen konservativer? Das Dresdner Publikum ist also ein offenes, modernes, junges, kann man das so festhalten? Ja, das Dresdner Publikum war für mich bis dahin das beste Publikum. Aufgeschlossene, die sind interessierter, konzentrierter beim Zuhören. Man muss wirklich bei jedem Wort, bei jeder Betonung darauf achten und da kommen Reaktionen, wo man gar nicht damit rechnet. Aber das waren so die Feinheiten in der Nachschau eigentlich bei mir. Erstmal hat mich das gewundert. Das Theater hat mir gut gefallen. Das ist ein sehr neues Theater. Und zur Premiere, da spielte draußen einer mit dem Akkordeon, ein Franzose, als Franzose verkleidet hat. Und das Publikum wurde schon eingestimmt. Und dann im Schnitt ein viel jüngeres Publikum als in den anderen Boulevardtheatern, die ich sonst gespielt habe. Von Braunschweig bis München eben. Und ich fand dann den Spielplan, fand ich sehr mutig, auch mit den Karaoke-Stücken. Das ist ja im Grunde genommen, ich glaube, das erste Theater überhaupt in Deutschland, das sowas gewagt hat. Und das ist voll eingeschlagen. Ich habe ja da Machos auf Eis, habe ich ja genossen. Das habe ich mir zweimal angeschaut. Weil, gut, da waren auch die entsprechenden Schauspieler, die muss man ja dafür auch finden, die dann auch diese Begabungen auch noch haben, musikalisch zu sein und improvisieren zu können und so. Also, das fand ich schon gut. Also, und das war für mich dann, ich habe das allen erzählt, wo ich auch war. Wenn sie dann gejammert haben und da unser altes Problem, nee, sagte er, müsste halt für die Jungen auch mal andere Stücke spielen oder müsste denen andere Darsteller bieten. Und wir werden nicht mehr die großen, früher gab es ja noch die Kinostars der früheren 50er, 60er Jahre, die vielen Boulevard gemacht haben. Die gibt es ja dann schon lange nicht mehr, aber es gibt auch keine großen neuen Kinostars, die man auf die Boulevardbühne locken. Also muss das Boulevardtheater quasi seine eigenen Stars auch kreieren. Und das gelingt nur mit Hilfe von interessanten Stücken, mit Hilfe von Stücken, die auch die Jugend anspricht. Und die Jugend will nicht nur einfach sich hinsetzen, die will mit einbezogen werden. Und beim Karaoke, da juckt es einen, der ja selbst mitzusingen und so. Und das haben die jungen Leute dann sehr honoriert, glaube ich. Wunderbar, ja. Jetzt können wir Dresden abhaken. Die Lobeshymne an Publikum und Theater, die habe ich jetzt. Das, was ich hören Ja. wollte.
worüber ja jeder spricht, ist die Frauenquote. Wie sieht es denn da im Boulevard aus? Sie haben ja, wie Sie schon gesagt haben, von Braunschweig bis München überall gespielt. Sind es auch dort eher die Männer, die in den Intendantensesseln und am Regiepult stehen? Oder würden Sie sagen, da ist es ausgeglichen? Nee, es gleicht sich allmählich aus. Also in Winterhuder Fährhaus, wo wir zuletzt gespielt haben mit Kerle im Herbst, das war mit Horst Jansson und Christian Wolf, da ist eine Theaterleiterin, also die macht das sehr gut, noch eine relativ junge, auch hübsche Theaterleiterin und die hat das gut im Griff. Und es gibt inzwischen auch mehrere Theater mit Frauen als Auch, aber da sind wir doch schon beim Thema, Herr Schautzer. Wenn Sie von der hübschen Theaterleiterin sprechen, in Dresden fiel jetzt nicht das Wort hübscher Theaterleiter. Da sind wir schon beim Unterschied Männer ja, und Frauen. Aber Dresden hat den Vorteil, einen unheimlich vielseitigen Theaterleiter zu haben. Also es gibt ja nichts, was der nicht auch selber macht. Also der schreibt nicht so Stücke, der schreibt nicht nur Stücke, der bringt sie in den Spielplan und der tritt da doch nur selber auf. Und wenn er Mitunter auch wenig als Geld schöne hat, Frau, dann tritt Dritter. er in einem Stück alleine auf und spielt dann, was weiß ich, wie viel Dutzend Rollen. Ja, also das Ja, ist ja ja. nun einmalig. Also das kann man ja nicht vergleichen. Da würde ich auch sagen, also ja, Frauenrollen hat er bestimmt auch schon gespielt. Also da ist von der Quote her alles erfüllt. Aber wo wir gerade dabei sind, Political Correctness ist natürlich auch ein Thema, was nicht nur im Film eine Rolle spielt, ne, sondern auch im Theater, also wo man Theater muss nicht nur unterhalten. Also man sagt immer, Boulevardtheater muss genommen, ja, die Leute locken mit dem, was gefällt. Nein, muss nicht. Theater kann Unterhaltung bieten, aber in der Unterhaltung steckt ja auch Haltung und muss auch Haltung zeigen. Also ich finde, man sollte eben auch dann Stücke aufgreifen oder auch kreieren oder anregen, dass die geschrieben werden, die Stellung beziehen. Und es gibt vieles heute in der Gesellschaft, wo man Stellung beziehen kann. Das kann auch unterhaltend passieren. Also es wird ja auch im Fernsehen oft versucht. Also es geht natürlich nicht immer gut und auch mal schief. Aber ich finde, Unterhaltung, das Theater war immer da. Das Theater war auch im Grunde genommen der Narr am Könighaus. Also der das sagen konnte, was das Volk nicht artikulieren konnte oder durfte. Also das und den Spiegel vorhalten, das ist immer, immer wichtig. Man muss auch dem Publikum den Spiegel nicht nur auf sich selbst richten, das ist dieses selbstverliebte Agieren und Spielen, das hat sich viel zu sehr breit gemacht. Man muss auch den Spiegel dann zum Publikum richten und sagt, hier, da seht ihr euch, schaut da mal rein oder in der Rolle, da bist du oder er und das ist wichtig. Herr Schautzer, wir nutzen eine kurze Minute und gucken auch mal kurz in den Spiegel, denn wir müssen eine kleine Pause machen und gleich geht's Ja, bei uns okay, weiter. gerne. Ja? Schnäppchenalarm, liebe Leute, denn pünktlich zum Osterfest haut die Komödie wieder in raus und hält ein klasse Osterkörbchen für euch parat. Was ist drinne? Ein Ticketgutschein plus Getränk und Snack. Ja, das Ganze gibt's aktuell für nur 24,50 Euro. Damit könnt ihr euch jede Open-Air-Vorstellung beim Sommertheater am Elbschloss Übigau aussuchen. Mai bis September wird dort gespielt, an der Elbe, unter freiem Himmel. Und natürlich entscheidet ihr euch für mit Herz und Promille, mit mir ist doch klar. Aber das Beste, ihr müsst euch jetzt mitten im Corona-Wirrwarr noch gar nicht entscheiden, sondern könnt im Sommer ganz spontan gucken, wann ihr Zeit habt und worauf ihr Lust habt. Es ist also auch eine prima Geschenkidee, denn wie gesagt, beim Ticket ist entweder schon ein Sekt und der Eis dabei für die Gutste oder ihr entscheidet euch für den Gutsten, für das Paket, Ticket, Bier und Brezel. Wie gesagt, für nur 24,50 Euro, also bei den Filmnächten wäre das gerade mal der Preis für ein Bier, ohne Brezel und ohne Ticket. Bis Ostermontag gibt es das Osterspecial noch zu buchen im Webshop der Komödie auf dreimaldürftirraten.de oder ihr schreibt eine schnelle Mail an kasse@komödie-dresden.de und dann könnt ihr das Ganze auch in Ruhe nach dem Osterfest deichseln. So, wir sind zurück mit Herrn Schautzer, meinem heutigen Gast. Und Herr Schautzer, wir haben ja gerade schon über schöne Frauen gesprochen. Da kommen wir natürlich auf Ihre Ehefrau auch zu sprechen, denn Sie haben sich ja frühzeitig entschieden. Sie sind jetzt schon lange, lange verheiratet.
Ja, über ein halbes Jahrhundert, ja. Wir sind jetzt, oh, jetzt ist es 82 Jahre, ja. 52 Jahre, Entschuldigung, 52 Jahre, 82 wäre in der ja. Tat ein Ja, schöner jetzt. Rekord, aber natürlich auch 52 natürlich auch stattlich. Die goldene Nein. Hochzeit konnten Sie quasi noch vor Corona-Zeiten zelebrieren. Ja, und da sind wir nach Breslau gefahren, habe ich meine Frau überrascht. Wir waren eine Woche in Breslau. Meine Frau ist in Schlesien geboren. Ihre Eltern sind dann von Schlesien nach Deutschland, also nach Westdeutschland. Und da wollten wir also die Stätten ihrer Kindheit aufsuchen. Sie war so oft bei mir in Österreich, wo ich meine Jugend verbracht habe, aber noch nie in ihrer eigenen oder hat noch nie ihre eigenen Jugendzeit nachgespürt. Und da waren wir in Bad Warmbrunn, wo sie geboren wurde, und haben jeden Tag also von Breslau aus einen Ausflug dahin gemacht zu den Städten ihrer Kindheit. Mein Schwiegervater war Schriftsteller und der war in der Gerhart-Hauptmann-Clique und die wohnten dann also in dem Haus, wo Gerhart Hauptmann auch wohnte, daneben. Und ja, also war interessant. Jetzt haben Sie quasi die goldene Hochzeit hinter sich. Wissen Sie, was die nächste ist mit 55 Jahren? Ich habe nämlich extra mal nachgeguckt. Nee. Bei 55 Jahren können Sie dann die Juwelenhochzeit feiern. Oh, das ist ganz teuer hier. Bevor dann, Das. bevor dann die Diamantenhochzeit kommt, bei 60 Jahren. Ja, wollen wir da gar nicht so weit denken, weil das wäre schon zu vermessen. Aber ja, muss ich mal merken, Juwelenhochzeit. Ja, hoffentlich erwartet da meine Frau nichts. Also gut, muss ich rechtzeitig planen. Was ja mir die sympathischste war, als ich nachgeguckt habe, es gibt ja die Papierhochzeit und die Orchideenhochzeit, Ja. aber die Bierhochzeit, die war mir die sympathischste. Die ist nach einem Dreivierteljahr, also die haben sie jetzt leider verpasst, aber da hätten Ja. sie einfach nur mit einem Bier ihre Frau überraschen können. Bierhochzeit. Ja, da kann ich ja, können wir nach, das können wir nachfeiern. Also das feiern wir dann Genau. Genau. mit. Und da hatten Sie jetzt da hatten Sie viele, viele, viele Bierhochzeiten nach einem Dreivierteljahr mal 52. Oh, da können Sie ordentlich trinken mit Ihrer Frau. Oh ja. Aber ich stelle mir vor, mit einem Mann aus dem Showbusiness, die wird es ja auch nicht immer leicht gehabt haben, oder? Die musste wahrscheinlich auch sehr tolerant sein und auch mit viel Vertrauen an die Beziehung rangehen, denn Sie haben ja wirklich auch die Reichen und Schönen in der Showbranche kennengelernt. Ja, aber es war so, wir sind ja beide in künstlerischen Berufen, Gott sei Dank nicht in der gleichen Branche. Das ist schon mal ein großer Vorteil. Meine Frau war auch viel unterwegs. Sie hat früher große Einrichtungen gemacht von Möbelhäusern, von Einrichtungsketten auch, von KaDeWe angefangen. Da hat sie damals die ganze Möbeletage, damals gab es noch Möbelabteilungen in diesen großen Kaufhäusern eingerichtet und so. Da war sie ja Wochen oder Monate lang auch zum Teil unterwegs, aber viel auf den Einrichtungsmessen. Also ich sage immer, wir sind 52 Jahre verheiratet, aber das ist brutto. Netto waren wir viel weniger zusammen. Und das ist vielleicht auch das Geheimnis, dass das gut funktioniert hat, weil man dann sich immer was zu erzählen hatte, dann man sich immer aufeinander gefreut und jeder hat aus seinem Bereich berichtet. Und vor allem meine Frau hat dann nicht das Gefühl, das Anhängsel des Mannes zu sein, weil er jetzt im Showgeschäft ist oder in der Öffentlichkeit steht, sondern ich bin dann auch gerne zu ihren Eröffnungen gegangen, wenn also dann die Lokalpresse da war und war dann stolz, wenn die Leute das gut gefunden haben, was sie gemacht hat. Also ich habe ja mich schon in sie verliebt, da kannte ich sie noch gar nicht. Das war in Köln, also ich war damals im Radio gearbeitet und bin jeden Tag an ihren Schaufenstern vorbeigegangen, die also Stadtgespräch waren damals. Sie war bei Karstadt Innenarchitektin und hat dann diese Schaufenster gestaltet. Die waren ja wirklich eingerichtet bis ins letzte Detail, als Wohnzimmer, Schlafzimmer, Küche, mit vielen, vielen tollen Ideen und sehr geschmackvoll. Und da habe ich dann gedacht, das muss ja jemand sein, der wirklich einen tollen Geschmack hat. Und dann habe ich sie kennengelernt und habe gesagt, ich kannte dich schon, denn deine Schaufenster habe ich schon immer bewundert, weil ich täglich da vorbeigegangen bin. Und jetzt dürfen Sie in Ihrem Schaufenster wohnen quasi und haben sich, Ja. haben Sie, genau. Aber wie funktioniert das jetzt, wenn Sie sagen, so eine Beziehung funktioniert auch mit Vertrauen und dass man sich auch immer sieht? Jetzt sehen Sie sich natürlich sehr viel mehr, aber das funktioniert auch, dass Sie Ihre Zeit Ah, es intensiv ist, verbringen? doch, es hat Gott sei Dank beides funktioniert. Also ich bin ihr nicht auf die Nerven gegangen oder umgekehrt, weil wir immer sehr viel
uns zu erzählen haben, sehr viel diskutieren, aber sehr, sehr viel lachen. Lachen ist sehr wichtig. Dass man, irgendwann gleicht sich ein Ehepaar auch an. Also man hat den gleichen Humor. Es gibt dann so Situationen, so Situationskomik, die man im Alltag erleben kann. Auf der Straße kommt jemand entgegen und plötzlich schauen wir uns an und müssen lachen, weil wir das Gleiche sehen in dieser Situation, den gleichen komischen Effekt auslösen. Und das ist dann in vielen Bereichen so, dass man den Geschmack angleicht. Also ich habe ja viel von ihr gelernt, von ihrem Geschmack, weil sie ja Kunsthochschule besucht hat, hat sie natürlich auch da eine profunde Ausbildung gehabt. Aber ihr damaliger Chef hat gesagt, die kleine Laufer, das war ihr Familienname, Geburtsname, wenn man die in einen Schweinestall schickt und wenn sie wieder rauskommt, hat sie daraus einen Palast gemacht. Also Ja gut, jetzt haben Sie ja bestimmt auch am Theater hin und wieder auch mal eine Panne erlebt. Da kommen wir natürlich auf Ihr Lebensthema auch zu sprechen, Pleiten, Pech und Pannen. Sie sind nicht nur der Erfinder der Sendung, sondern haben ja auch den Titel erfunden und der ist ja quasi in den deutschen Sprachgebrauch übergegangen. Also damit haben Sie ja quasi auch ein bisschen die deutsche Sprache geprägt, kann man sagen, ja. oder? Das ist ja ein geläufiger Begriff. Gibt es so eine Panne, die Sie noch so vor sich sehen aus all den Ja, Jahren? ich habe eine Panne hat sich bei mir eingeprägt, weil die gleich am Anfang meiner Theaterkarriere, Karriere konnte man damals noch gar nicht sagen, meine Theaterlaufbahn passiert ist. Ich war noch in der Schauspielschule in Wien und da kam jemand, der war damals erst 18. Und hat dann einige Schauspielschüler da angesprochen, unter anderem auch mich, und sagte, ich brauche noch ein paar Darsteller, ich spiele Faust. Aha. Ja, den Valentin, das sollte ich dann spielen. Und dann hat er noch einen Schüler da gefunden, Fritzl Koblersch, der hat dann später auch Karriere gemacht, der war ein bekannter Kabarettist. Und man hat dann den Faust aufgeführt, hat so einen Theatersaal gemietet, alles selber gemacht. Und hat auch noch den Faust selber gespielt und dann kam es zur Fechtszene zwischen Valentin und Faust. Und da haben wir mit Degen gefochten. Und das waren aber keine Theaterdegen, sondern mit scharfer Klinge. Und ja, und auf einmal während des Fechtens sehe ich da immer Blut und auf dem Boden, da tropft irgendwo. Man denkt ja nicht gleich, dass man das selber verursacht. Und da hing nur mein kleiner Finger da an einem Hautfaden, quasi so im letzten Hautfaden da dran. Und wir haben die Szene fertig gespielt und dann sterbe ich ja da und alles so. Aber es wurde immer mehr Blut und immer mehr Blut. Und dann kam Vorhang und dann haben wir weitergespielt in Faust. Aber in der Zeit hat man mich hinten schnell verarztet, so verbunden und mich dann ins Krankenhaus gefahren. Da wurde der Finger angenäht und dann bin ich ganz schnell wieder zurückgefahren worden und ich konnte mich dann zum Schluss dann auch noch auf der Bühne verbeugen mit dem Verband und da haben die Zuschauer gesagt, naja, das war ein bisschen übertrieben, also was ihr da gespielt habt, da mit dem Blut und so und dieser Fechtszene und dann auch noch Verband. Die haben das nicht gedacht, dass das ernst war. Ne? Oh je, aber es ist ja alles gut Alles gut ausgegangen. ausgegangen, ja. Und genau, wie ja bei den meisten Clips bei Ihrer Show-Idee. Können Sie sich denn an den ersten Clip erinnern, überhaupt, der Sie inspiriert hat, auch für so eine Sendung? Ja, kann mich erinnern, weil wir da überlegt haben, wie können wir denn das Publikum einbeziehen. Mir war sofort klar, dass wir Beiträge der Zuschauer brauchen. Das waren am Anfang halt nur die Schmalfilmer. Es gab ja noch keine Videorekorder. Die kam man jetzt etwas später. Und dann habe ich gesagt, ich brauche ein Beispiel. Und dann haben wir einen Aufruf gemacht bei den Filmclubs, die damals gab, die Schmalfilmclubs. Und da hat ein Zuschauer einen Beitrag geschickt. Da trat dann ein Papagei auf und der Mann, der das gedreht hat, hat dann dem Papagei immer Fragen gestellt. Und der Papagei hat immer hat geantwortet, leck mir am Arsch, leck mir am Arsch, egal was der gefragt hat. Und da habe ich gesagt, sowas brauchen wir. Ja, aber haben die gesagt, das ist doch nicht sendefähig, das ist doch technisch nicht einwandfrei. Aber ihr habt doch jetzt gelacht, das ist doch wichtig. Wichtig ist, dass der Lacher kommt und ob da etwas flimmert oder ein bisschen ruckelt. Das wird sich alles geben, wenn die Technik sich weiterentwickelt. Ja, und so haben wir dann halt die Zuschauer aufgefordert, Beiträge zu schicken. Und wir waren froh, dass wir jetzt mit einem Beitrag zeigen konnten, was wir brauchen. Situationskomik, egal wie sie entsteht.
Und wichtig ist bei Pleitenfällen waren immer gewesen, nichts darf gestellt sein. Also es muss aus der Situation entstehen. Also wir sind nicht, verstehen Sie, Spaß, wo wir Leute reinlegen, sondern im Grunde genommen sind die Leute es selber, die die Situation bewusst oder unbewusst produziert haben. Und warum wir so viele Beiträge von Kindern drin hatten, ganz klar, Kinder, gerade als Babys, werden die gerne gefilmt und dadurch waren das die beliebtesten Hauptdarsteller oder Tiere. Die Leute sind in den Zoo gegangen und haben Tiere gefilmt oder Hochzeiten waren auch sehr beliebt, weil je hehrer die Situation, je ernsthafter das Ganze, desto schöner wird es, wenn dann eine Panne passiert. Dann bricht nämlich alles in sich zusammen. Oder Und ja, oder Fassanstiche waren auch immer wieder tolle Fundgruben für uns. das verbindet ja so ein bisschen die Sendung auch mit dem Theater, denn auch da ist es am lustigsten, wenn Tragik und Komik sehr nah beieinander liegt, ne? Die größte Komik entsteht ja oft in den tragischsten Momenten. Mein lieber Herr Schautzer, jetzt ist die Zeit gerast und wir sind am Ende unseres Podcasts und ich würde gerne schließen mit einer kurzen Schnellfragerunde, einem Was-wäre-wenn-Quiz. Sind Sie Ja. bereit für kurze, schnelle Ja. Antworten für folgende Fragen? Was wäre, wenn Sie eine berühmte Persönlichkeit treffen dürften? Oh ja, da würde ich am liebsten den Papst treffen, würde ich ihm sagen, kannst du dich nicht mal irgendwann mit deinen Kollegen, den Führern der verschiedenen Weltreligionen zusammensetzen und mal ernsthaft darüber reden, wie wir mehr Frieden auf dieser Welt zustande bringen könnten, ohne Gut. die religiösen Gemeinschaften da einzubeziehen? Sehr gute Antwort. Was wäre, wenn Sie einen Ihrer Sinne abgeben müssten? Ja, ich könnte, sagen wir, auf den Geschmackssinn könnte ich verzichten. Es ist alles gut, was schmeckt. Und ja. Aber Ihre Frau kocht doch so gut, Mensch. Da können Sie das gar nicht mehr kosten. Ja, gut. Ja, wenn man da jetzt weiterdenkt, dann muss ich wieder neu überlegen. Ja. Ja, was wäre, wenn Sie ein Schulfach ein Jahr lang wiederbelegen müssten? Ich würde Deutsch wählen. Deutsch war immer mein Lieblingsfach und da habe ich noch einiges noch nicht beackert. Würde ich gerne nochmal machen. Was wäre, wenn Sie ein Gesetz beschließen dürften? Ein Gesetz beschließen dürften, dann würde ich, ja, ich würde Intoleranz verbieten und Was, mehr ja. Menschlichkeit fordern, ja. Was wäre, wenn Sie als Lebensmittel wiedergeboren werden würden? Das Welches? Lebensmittel, welches Lebensmittel? Wenn Max Ich schaut, so ein Lebensmittel wäre. würde, wir haben ja gerade im Kölsch getrunken, ich würde sagen, ich würde ein Kölsch würde ich gerne sein. Das Sehr, sehr gute Wahl. haben die Trinker gerne, ist handlich Ja. im Glas, ja. Sehr, sehr gut. Gute Wahl. Was wäre, wenn Sie eine neue RTL-Samstagabendshow bekommen würden? Poh, in meinem Alter muss das nicht mehr sein. Also würde ich ablehnen. Was wäre, wenn Sie sich nur noch in einer Farbe kleiden dürften? Mit in einer In einer Farbe. 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 Ich würde weiß nehmen. Und was wäre, wenn Sie eine Entscheidung in Ihrem Leben rückgängig machen könnten? Na, das ist schwer, weil ich habe alle Entscheidungen, die etwa in Frage kämen, habe ich wieder korrigiert und aus diesen zunächst Fehlentscheidungen oder Fehlentwicklungen daraus gelernt. Also würde gar nichts mehr anders haben wollen. Also alles richtig gemacht, Herr Schautzer. Ich danke Ihnen herzlich fürs Gespräch. Lassen Sie uns noch mal anstoßen zum Ja. Schluss, denn auch noch nachträglich natürlich auf das Jubiläum von letztem Jahr, 80 Jahre. Aber auch Sie sind ja einer derjenigen, die Ihr Jubiläum in Corona-Zeiten begehen mussten. Also die große Party ist wahrscheinlich ausgefallen, ne, und muss nachgeholt werden. Die hat nicht stattgefunden. Nein. Ja, Ja. gut, dann stoßen wir wenigstens noch mal an auf 80 bewegende TV-Jahre, auch im Theater. Wir hoffen, dass wir Sie bald wieder mal in Dresden begrüßen dürften. Ansonsten treffen wir uns einfach mal in Köln auf dem Kölsch, Ja, oder? gerne, würde mich freuen. Hat mir Spaß gemacht, Herr König. Vielen Dank. Prost, Herr Schautzer, und alles Prost. Gute. Also, wenn ihr das nächste Mal ein Kölsch trinkt, passt gut auf, es könnte Max Schautzer sein. Ich denke, ich entscheide mich im nächsten Leben passend zu meinem Wettbewerb für ein Leben als Eierlikör. Ja, du passt doch zu mir. Jetzt nicht wegen dem Gelbstich, nee. Mensch, er ist süß und trotzdem scharf, hat ordentlich Eier und könnte, wenn man nicht aufpasst, auch ein bisschen verdorben sein.
Nächste Woche küre ich aus den Eierlikörs, die ich von euch bekommen habe, den Gewinner. Da gibt es ja das große Kosten. Und wer die letzte Folge verpasst hat, der sei nochmal mit dem Hauptpreis zur Teilnahme animiert. Denn wessen Eierlikör mir am besten schmeckt, der darf mich zu einer Vorstellung der Spielplatzhirsche begleiten im Oktober und mit mir und dem Bachelor Daniel Völz Eierschecke essen und Eierlikör saufen. Also schreibt mir eine Mail, wenn ihr noch eine Flasche im Kühlschrank habt oder noch schnell eine besorgt. Es gibt ja sogar Eierlikör von Dynamo, ne? Ja, den hat mir noch keiner eingereicht. Also kleiner Tipp am Rande. Unter podcast@komödie-dresden.de erreicht ihr mich und dann können wir uns das ausmachen wegen dem Übergeben. Also vom Likör, ob ich mich übergebe, das sehen wir dann nächste Woche.